Und es kann weitergehen hier im Mondberg. Wir haben schon entzubert. Ihr könnt mir gestohlen bleiben. Da läuft ein Paras. Sehr nett. Aber ich will mich wirklich nicht aufs Pokémon-Fangen konzentrieren. Ein Aufwecker gibt's hier. Und jetzt ein zwielichtiger Trainer. Boah, schleich dich nicht so an. Nein, also ich finde das eigentlich sogar ziemlich interessant. Das verleitet einen vielleicht ein bisschen mehr dazu. Alter, wie sieht der aus? Tüftler Mirko. Verleitet einen vielleicht ein bisschen mehr dazu, nur mal die Pokémon zu sammeln. Vor allen Dingen, da es nur 151 sind. Okay, 153 mit Meltan und Melmetal. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Also kann man schon machen, den Pokédex vervollständigen. Ich werde es nur nicht im Let's Play tun. Privat macht's bestimmt Spaß. Ja, und Meltan und Melmetal, ich hab's schon mal gesagt, ne? Irgendwie wäre es sehr interessant, die im Team zu haben. Genauso wie Mew. Aber ich weiß nicht, Mew ist halt echt cool so, aber es ist legendär. Ich weiß nicht, ich will es eigentlich nicht. Ich habe ein anderes Psycho-Pokémon im Visier. Aber das ist vergleichsweise uncool, ne? Mit diesem Pokémon hat also nicht geklappt. Weint er? Och, guck mal. Jetzt tut er mir leid. Was zur Hölle? Behalt deine drei Pokébälle, bitte. Darf ich mal ganz kurz nochmal fragen? Was für ein Level Mew hat und was der schon kann? Nur mal so aus Interesse. Hätte der nicht perfekt in den letzten Part gepasst. Level 1. Ja, noch ging es, ne? Noch ging es. Wesenlasch. Kann Treffer gut verkraften. Pfund. Ich glaube, der lernt lange Zeit nichts, ne? Irgendwie so war das. Naja, ich mache mir halt einen Spaß draus. Mit normalen Pokémon zu bestehen. Um nach Azuria City zu kommen, musst du es durch diese Höhle schaffen. Ja, weil die noch keine bessere Route irgendwie um den Mondberg rum geschaffen haben. Magnus! Nein, also... Meltan selbst wäre kein Problem zu holen, ne? In Pokémon Go fangen. Also ich behaupte es mal, wäre kein Problem. Ich kenne mich auch nicht aus. Aber Pikachu kommt doch gleich weg. Paralysiert. Sehr schön. Melmetalle brauchen wir ja 60 oder 600 Meltan dafür. Das ist No-Go. Aber Meltan selbst hat so geringe Werte, dass das geht auf keine Kuhhaut. So, und Mew, natürlich ist er schön, ne? Aber ich will möglichst wenig legendäre Pokémon im Team haben. Ja, Omega Rubin war Latios, glaube ich, im Team. Aber Omega Rubin habe ich auch ein bisschen... Bin ich ein bisschen Larifari angegangen damals. Ein bisschen lustlos. Weil ich kein Fan der Höhenregion bin. Und in Feuerrot hatten wir Zapdos, aber das war nicht meine Entscheidung. In diesem Free Gather. So, ja, Medizin, pass auf. Der Marmoria-Cracker wär's. Ich habe nur einen davon, aber das kriegst du schon. Nidoran, wie wär's? Doch, gegen Gesteins-Pokémon kannst du auch was ausrichten, weißt du. Ups, was nicht heißt, dass ich den in die Parade rennen muss. Du findest eine Sprühdose Schutz. So, hier war eigentlich auch mal ein Trainer irgendwie, aber hat sich vieles geändert. Wow, diese Höhle ist unerwartet groß. Du hast noch längst nicht alles gesehen. Miriam. Yippie. Doppelkick. Moment, Moment, Moment. Jetzt will ich mal gucken. Hat die Typ Fee? Oder nur Typ Normal wie früher? Na, guck mal, Typ Fee ist präsent. Naja, es ist ja in Ordnung. Normalerweise wäre es... Pipi war ja 6 Generationen lang nur, ne Moment, 5 Generationen, nur Typ Normal und dann Typ Fee. Und jetzt haben sich die Sachen geändert. Ja, moin.
Okay, lästige Trainerin. Kann man schon mal machen. Ich weiß, es hätte mich auch gewundert, wenn jetzt irgendwelche Elemente, wenn sogar Stahl und... Wenn Fee gefehlt hätte, hätten auch Stahl und Unlicht fehlen müssen. Das ist ja mal Fakt. Aber da rechne ich in dem Moment halt nicht damit. Das übermächtige Pipi! Und dann in dem Moment der Kamera-Zoom. Das hat sehr gut gepasst. Ist down. So soll es sein. Denn so... Es ist fein. Pipi war ein dummes Schwein. Da guckst du, Miriam, ne? Da guckst du. Die Miri. Ich frag mich da... Oh, James. Ah, hör auf uns zu folgen. Mach ich doch gar nicht. Ich will nach Azuria City. Chillt euer Leben. Auch hier eine Sackgasse. Ich glaube, hier gab es eine TM, ne? Ach du Scheiße, ey. Die ist aber gut bewacht. Hier ist was drin. Nicht von welcher Seite aus? Alter, wilde Pokémon-Apokalypse. Ein Nugget. Weiß nicht, warum die TM-Mega-Hieb war das damals. Hier nicht vertreten ist. Hier war an dem Stein aber ein Item, sag mal. Wenn es nur ein fucking Gegengift war oder so. Das Ding ist noch da, aber die haben das nicht mehr drin, oder was? Komisch. Können doch einige von euch bestätigen, oder? Jetzt haben... Naja, wie dem auch sei. Nehmen wir hin, wie es ist. Bist du auch hier, um die Höhle zu erkunden? Nein, ich folge Team Rocket. Hä? Auf einmal doch. Luan. Ah, das ist ja so ein trendiger Modename, oder? Luan. Da haben wir Sandan. Guck mal, der Sandan-Trainer hat sich von der Mamoria City Arena in den Mondberg verschanzt. Da passt auch hin, finde ich, ne? Also kein Ding. Ist in Ordnung. Nidoran. Du könntest dich noch steigern. Bin ich mal ganz ehrlich. Gucken wir mal im Vergleich, Kopfnuss. Das nimmt sich nicht viel, habe ich fast das Gefühl. Die Gegner schlagen sich wacker. Aber schwer ist es keinesfalls. Alles noch. Also, ja. Pff. Nicht der Rede wert. Was ein Kind. Mann, hast du mich vielleicht erschreckt. Sorry. Warum? Ich bin nicht das einzige Kind hier. Komischerweise. Rufus, ne? Aber. So sahen die Wanderer früher aus. Richtig. Nicht wie in Alola. So Fitness-Typis, die mit den Knoggers tanzen. Nee. So, Kampf sehr effektiv auf Stein. Reicht aber trotzdem nicht. Was zur Hölle? Ach ja. Ich bin mir auch unschlüssig, wie viele Parts ich in den kommenden Tagen immer hochladen soll. Von Let's Go Pikachu. Also heute sind nochmal zwei angedacht, aber ich glaube, die nächsten Tage wird es meistens ein Part geben. Zwar will man gut vorankommen und so, aber... Ich kann die Parts wieder irgendwie einfach eine Stunde lang machen. Das ist nicht Let's Play-Typ. Ah, Nidoran! Nicht aufgepasst. Das wäre nicht Let's Play-typisch, sag ich mal. Und, ja. Weiß nicht. Ich habe ja noch Spyro. Deswegen. Und das Let's Play, das geht ja jetzt auch nicht ewig. Irgendwie. Also lasst es uns noch genießen, solange wir es haben, oder?
oder? Ja, das gefällt mir gar nicht. Wir werden Nidoran wiederbeleben, wenn wir mal einen Beleber bekommen. Giftpuder. Besser als Wachstum. Aber Schlafpuder wird wichtig sein. Mirabla. Auf Schlafpuder sind wir sehr gespannt. Jetzt hast du mich gleich zweimal überrumpelt. Der Gesichtsausdruck. Was zur Hölle, Mann. Der Bart sieht auch aus wie angeklebt. Keine Kritik. Lauf rum, wie du willst. Vor allen Dingen, Nidoran folgte uns. Warum das denn jetzt? Strange. Ein Zweibeleber. Warum denn auch immer? Ja, komm, Tränke sind auch genug vorhanden. Also, was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? Nidoran sollte weiterkämpfen. Er hat den niedrigsten Level. Nicht, dass es irgendwie wichtig wäre. Ein Level-Unterschied ist ja Pustekuchen, ne? Ach, du bist noch eine Perle. Und findest eine Perle. Halt! Beutelkontrolle! Hast du auch ausreichend Pokebälle bei dir? Ah, sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls dir je die Pokebälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Warum? Gibt der einem Pokebälle? Steht hier ein Dude, der einem wirklich Pokebälle gibt, wenn man keine mehr hat? Ich habe ja noch 80, aber trotzdem. Hey, Mauzi. Mäh? Nicht miauns, du redest! Du redest! Du bist das Team Rocket, Mauzi! Mauzi! Super, haben wir schon. Was soll das? Vor allem, der ist im gelben Bereich. Warum? Kaum noch was im grünen Bereich, ne? Raupis und so. Wow! Oh, nix. Der sieht zum Reiten halt cool aus, ne? Oh, und der Beleber ist direkt wieder drin? Okay. Ja, den kann man schwer aus dem Weg gehen. Ich probiere ihn zu fangen. Wenn wir schon in einen Kampf verwickelt, also in Kampf, ne? Verwickelt werden in sowas. Großartig. Na, bitte. Mit dem Pokémon, das wir noch nicht haben und das auch noch halbwegs episch ist, kann ich mir vorstellen, dass wir es einfach mal probieren. Hat nicht geklappt. Okay. Das war nur gut und nicht großartig. Reicht aber trotzdem. Hat also nichts zu heißen. Onyx wurde gefangen. Ich tue es auch ein bisschen für die EP. Ein bisschen, ja, in der Tat. Ja. Es gräbt auf seiner Suche nach Futter mit irrsinniger Geschwindigkeit lange Tunnel, in denen sich später Dicta einnisten. Dicta, Dicta. Das ist der Lauf der Natur, ne? So, das war der Radical Dude, aber ich glaube in den Remakes, Feuerrot und Blattgrün, da wurde auch schon abgeschwächt. Wir haben hier was Wichtiges zu erledigen. Mach dich vom Acker, du Winzling. Unscharf, das sollte... Ich weiß nicht, was soll denn das? Traumato. Einfach mal was ganz anderes, okay. Oder meine Erinnerung trügt mich, das kann auch sein, aber ich... Der macht mich voll nervös mit dir an seinen Fingern, ne? Traumato. Ah, Gift. Das sieht schon schlecht aus, ne? Also wenn der Psycho kann. Ich denke, der kann bestimmt Konfusion oder so ein Schmodder. Dann tut das Nidoran ziemlich weh. Gut, dann lassen wir das damit. Boah, ich habe keine wirkliche Alternative. Pikachu. Jetzt gerade kein Geist- oder Unlicht-Pokémon zur Hand. Sagen wir es so. Pikachu ist eingeschlafen. Das freut mich ja sehr für dich. Pika Pika. Aber das wird auch schon wieder. Traumfresser nehme ich an. Nö. So weit denkt er nicht.
So, jetzt darfst du wieder. Nein? Powernapping. Powernapping, Alter. Hilft dir alles nix. So, jetzt gibt's Saures. Aber gelungene Taktik für deine Verhältnisse, Traumato. Ein Traumfresser hätte sich noch heilen können, ne? Aber das geht dir zu deep. Nidoran. Hornattacke, jetzt erst. Das hat er eigentlich. Jetzt hat er schon viel bessere Attacken drauf. Braucht echt keine Hornattacke mehr, zeig mal her. 65 physisch 100. 70 100. Gut, 35. Ah, das ist auch nicht. Ah. Aber nee, keine Hornattacke. Nicht schlecht für einen Winzling. So klein bin ich doch gar nicht. Ich bin 270.000 Abonnenten groß. Wo steht ihr so blöd rum? Da, das schwarze Ding da drüben. Das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mozi? Abhol das Fossil. Ah, was? Na los, mach schon! Du schaffst es, Mozi. Warum kann Mozi hier nicht reden? Naja. Weil's nicht das Anime Mozi ist. Also weil's nicht die Anime-Adaption ist. Das hier ist Let's Go Pikachu und nicht der Pokémon-Anime. Parallelen. Nicht identisch oder Gleichheit. Ich finde das ein Beleber. Wieder ein Onix, ich erschreck mich. Wen haben wir denn hier? Steck deine Nase nicht in die Angelegenheiten von Erwachsenen. Mhm. Na gut, Nidoran. Pikachu mit Donnerblitz wäre sauberer gewesen, aber... Ja, deswegen machen wir das auch. Was soll der Geiz, ne? Was soll die Faulheit? Bringt da nix. Deswegen düst niemals über rote Ampeln. Wegen Zeitdruck. Baut ihr einen fetten Unfall, müsst ihr sehr viel mehr Zeit einplanen. Ich verstehe so Leute nicht, die... Habe ich dem Netz verhäuft gesehen, dass Leute wirklich ihr Leben riskieren, um einen zu überholen... Um dann schneller an der roten Ampel zu stehen. Jetzt bin ich sauer. Ja, es gibt wirklich verrückte Dudes, ne? Aber das ist off-topic. Ich würde mal gern hier rechts reingehen. Hoffentlich gibt es hier noch... Auch nicht! Warum? Die Items wurden entfernt. De facto. Hier war nämlich ein Mondstein versteckt. Auch Fakt. Mann! Da konntest du A drücken, da war ein Mondstein. Es verwundert mich, bei dem Zerschneiderbusch da in Vetania City war ja auch der Trank, oder was es war. Hallo. Halt, stopp, Finger weg. Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das lasse ich nicht zu. Ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf heraus. Miguel. Voltoball und Magnetilo, ne? Ja. Dann wollen wir doch mal. Was hätten wir denn... Nimm die Kopfnuss. Das tut schon ein bisschen burnen, ne? Ja. Das bringt's nicht wirklich. Heilen oder wechseln ist an der Stelle angebracht. Onix ist auch nicht absichtlich im Team. Das werden wir noch ändern. So, lass dir mal was anderes einfallen. Ich beende es jetzt mit einer Kopfnuss!
Luftschuss! Luftschuss! Oh, andere Baustelle. Verzeiht. Magne, Tilo. Magne. Das wird ja wirklich interessant. Aber Kampf auf Stahl? Das ist sehr effektiv. Ich bin unsicher. Ich stelle mir da immer vor, wie so eine Faust auf einen Stahlträger haut und eigentlich der Faust mehr wehtut als dem Stahlträger dann. Aber ist immer sehr effektiv. Bei Stein, ne? Kampf auf Stein verstehe ich. Da stelle ich mir vor, wie die halt mit der Hand die Steinplatten zertrümmern. Also fünf untereinander oder so. Na gut, ich gebe dir eins ab. Und schon wieder wird geweint. Nehmt euch das alle nicht so zu Herzen. Na schön, teilen wir. Es gibt ein Prozil pro Kopf, aber bloß nicht gierig werden. Gibt's vielleicht in der Ecke den Mondstein irgendwie? Ich meine, die positionieren diese Sachen da, diesen Stein, und denken sich nichts dabei oder wissen das nicht? Hä? Okay. Oh, nix. Danke für deine Anwesenheit, aber nein, danke. Ich würde trotzdem nochmal gern schauen. Ich glaube, dass jetzt gleich der Kampf gegen Team Rocket kommt. Ist sogar... muss man sich ein bisschen vorsehen hier im Mondberg, in der Tat. Entscheidest du dich für das Dom-Fossil? Nein. Das Helix-Fossil ist mir schon immer lieber. Ich mag Ammonitas mehr als Amoroso. Als Caputo. Na gut, dann nehme ich das hier. Schön, dass wir drüber geredet haben. Auf der fernen Sinnoh-Insel steht ein Pokémon-Labor. Es heißt, man versuche dort Fossilien in Pokémon zurückzuverwandeln. Das ist noch ein weiter Weg. Stehen geblieben! Dieses Fossil gehört uns, klar? Wie und wann hast du uns überholt? Unverschämtheit. Ich bin Jesse! Und ich bin James. Ja, genau. Zusammen sind wir Team Rocket und wir werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig erklauen wollten. Das geht so. Wir wollen über die Erde regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren. Oder über die Welt regieren, ne? Die Liebe und die Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Jesse, James, Niauts, genau. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Gebt lieber auf. Und bekämpft uns nicht. Doppelkampf, sehr schön. Gehen wir alle erstmal auf Smogon. Smogon ist kultig. Ich mochte ihn wirklich am meisten irgendwie. Also mehr als Smogmog, mehr als Rettern, mehr als Arbok. Das sind halt noch die Teammitglieder von den beiden, wisst ihr? Danach mit denen konnte ich mich allen nicht anfreunden. Selbst mit Wuingenau, der halt wirklich am längsten von allen Team Rocket Teammitgliedern dabei ist. Selbst mit dem werde ich nicht warm irgendwie. Da ist niemand Pantimimi am Start und hast nicht gesehen. So, ich sehe schon. Das ist gar nicht mal so geil gelaufen. Doppelkick war es nicht. Die halten was aus. Aber ist ja schön, ist ja gut. Man hat vielleicht ein bisschen Probleme, wenn man sich überhaupt nicht geheilt hat, wenn man schon am Krückstock geht. Und dann noch ein Kampf extra, also... für Unerfahrene oder für Leute, die nur Rot und Blau gespielt haben, vielleicht gut kennen und sich denken, okay, ich bin jetzt fertig. Und die werden noch überrumpelt von diesem Kampf. Pokémon Gelb waren die Jesse-James-Kämpfe allerdings immer ein bisschen... die waren nicht so interessant. Aber es waren auch keine Doppelkämpfe, ne? Finde ich hier eigentlich auch ziemlich gelungen. Doppelkämpfe. Was ist da? Warum kann man eigentlich noch auswählen, wenn nur noch ein Pokémon vertretbar ist? Das wär's. Schön, schön, schön. Ihr zwei beiden.
Es gibt auch ein paar Level-Ups hier. Das freut mich doch. Ich glaub das einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind. Das war dann wohl ein Schuss in den Ofen. Ja, fast schon ein bisschen lame umgesetzt. Aber besser als in Gelb. Ja, dass die auch schon mitten im Weg so ein bisschen auf einen warten und so. Das gab's ja so in der Form nicht. Diesmal schon. Und wir haben den Mondberg verlassen. Gut, dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Erreichen Azuria City. Ja, es hat sich heute noch ein bisschen gezogen. Aber was will man machen? Danke fürs Dabeisein. Gebt mir Daumen, denn Daumen sind besser als Pflaumen. Bis dann und ciao.